Hello, hello von den Selbstbräuner-Unfallhänden. Guckt euch das mal an, wie krass, oder? Ich habe mal diesen Express-Tanner von Saint-Tropez verwendet und Express hat da wirklich, ist da wirklich Programm. Ja, egal, das wird in den nächsten Tagen wird das wieder weg sein, am Körper selbst, mega. Was wollte ich erzählen? Es gibt heute mein Favoritenvideo. Genau, ich glaube, das letzte ist schon einen Monat oder 2 Monate her und deswegen wird es dringend mal wieder Zeit. Und wenn ihr Bock auf dieses Video habt, dann würde ich mich sehr freuen, wenn ihr dran bleibt. Ja, ich muss wirklich sagen, es fiel mir gar nicht schwer, meine Favoriten rauszusuchen. Im Prinzip könnte ich aktuell einfach alles immer zusammenraffen und hier. Da ist es. Weil im Prinzip ist, glaube ich, 80% von allem, was ich besitze an Kosmetik, definitiv großer Favorit von mir in der letzten Zeit. Und das finde ich so schön. Ich habe letztens überlegt, kannst du noch was ausmisten? Ja, hier und da sind sicherlich noch mal so ein, zwei Teile dabei. Aber es ist wirklich nicht mehr so. Im Prinzip kann ich meine Kosmetikschubladen, also meine Schminkschubladen, alle aufmachen. Und dazu alles, was da drin ist, finde ich toll. Und das ist so ein schönes Gefühl. Genau, aber ich fange jetzt tatsächlich mal mit ein paar Pflegeprodukten an, weil ich finde, ich habe da noch nicht genügend drüber gesprochen. Und zwar handelt es sich um die Shea Moisture Coconut Water Weightless Shampoo, Conditioner und Haarkur. Die Haarkur und den Conditioner habe ich mir schon nachgekauft. Die Haarkur ist schon in Gebrauch. Also das ist ein komplett voller Tiegel, die jetzt beim nächsten Mal in Gebrauch geht, in die Benutzung geht und mein Gott, ich habe heute so Wortfindungsschwierigkeiten. Der Conditioner, genau, nicht Concealer, sondern Conditioner. Da ist auch nur noch so viel drin. Finde ich auch richtig klasse. Den Pumper werde ich dann behalten und werde mir den auf meine nächste Flasche von dem auch schon fast leeren Shampoo stecken. Das hat so lange gehalten, das ist so unfassbar ergiebig. Ich habe natürlich zwischendurch auch mal was anderes probiert und es bereut, nicht weil das andere super schlecht war, sondern weil das hier einfach viel besser ist. Genau, das ist ein super leichtes Shampoo und das ist alles ohne irgendwelche, es ist Sulfate, es schützt die Haarfarbe, hier ist kein Scheiß drin, das heißt, das könnt ihr, also auch keine Silikone, ihr könnt es also auch für die Curly Girl Methode verwenden. Dafür habe ich es mir damals auch gekauft, weil ich da ja mal so einen Test gemacht habe. Es ist so schön, die Haare, die glänzen, ich glaube, das sieht man auch. Die glänzen schön, die fühlen sich gut an, die fetten nicht schnell nach. Ganz, 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 ganz toll. Natürlich ist das teurer als die Drogerieprodukte, aber es ist auch nicht so teuer wie zum Beispiel Kérastase und ach, da fallen mir, gibt es noch so einige andere. Und dazu ist es auch noch tierversuchsfrei, genau. Also ich bin ganz, ganz, ganz happy. Keine Sulfate, keine Parabene, keine Phthalate. Kein Propylenglykol und keine Mineralöle. Mega, was will man mehr? Genau. Deswegen mega Empfehlung. Also ich setze euch alles, was ich finden kann, natürlich als Link in die Infobox, weil das macht das Ganze einfach einfacher. Worüber ich auch unbedingt mit euch sprechen möchte, ist meine neue Hautpflege. Ich bin großer Fan, aber jeder, der mein Dalton-Video gesehen hat, der weiß das inzwischen auch. Genau, und zwar mache ich das jetzt nochmal, weil mein Code noch bis Ende der Woche, nein Quatsch, bis zum 11. gilt. Bis zum 11. kriegt ihr noch 30% auf alles, was ihr einkauft. Und ich wollte euch noch mal kurz meine absoluten Favoriten vorstellen. Das ist einmal die Hydro Lift Biozellulose-Maske. Richtig, richtig toll. Ihr habt damit wirklich einen Soforteffekt. Das heißt, wenn ihr die Maske runternehmt, die Haut, die ist richtig schön mit Feuchtigkeit versorgt. Ich finde, sie sieht jünger aus, die Haut ist irgendwie geglättet, sie ist entspannter. Richtig, richtig toll. Mega Empfehlung. Und auch schon seit Jahren. Ich habe sie auch schon ein paar Mal nachgekauft. Jetzt Geschenk gekriegt, aber früher nachgekauft. Und ich habe jetzt eine neue, komplett neue Hautpflegeserie. Und zwar habe ich ja bei Dalton diesen Hautanalyse-Test gemacht. Und da wurden mir Produkte rausgewählt, die zu meiner Haut sehr wahrscheinlich passen. Und ja, dann habe ich auch die entsprechenden Produkte dazu bekommen. Oh mein Gott, die Haut fühlt sich so gut an. Ich habe ja früher die Pflege oder bislang die Pflege von Chris Farrell verwendet und ich war damit absolut zufrieden. Total, aber in der letzten Zeit war es halt nicht mehr. Die Haut verändert sich ja auch so im Laufe der Jahre. Und in dem Fall war es wirklich so, dass ich gemerkt habe, dass sich da was verändert hat und dass meine Haut irgendwie was anderes braucht, andere Bedürfnisse hat. Und da kam mir dieser Wechsel genau recht.
Und zwar benutze ich jetzt morgens immer, abends nach der Reinigung, dieses Q10 Energy Boost Serum, wenn ich nicht unbedingt... Es tut mir leid, dass ihr euch jetzt immer meine schlecht gebräunten Hände angucken müsst, aber geht jetzt aktuell leider nicht anders. Genau, also dieses Q10 Serum, zumindest dann, wenn ich keine Ampulle verwende oder irgendwie das AHA-Peeling. Genau, das benutze ich, lasse das einziehen und hinterher gibt es dann diese fantastische Energy Boost Q10 Creme. Das heißt, wenn ihr so ein bisschen alternde Haut habt und sie langsam faltig wird oder faltiger wird und ihr so Linien bekommt, also diese Serie, mal ganz davon ab, dass sie fantastisch riecht, was natürlich, also vernünftig riecht, ne? Nicht irgendwie parfümiert oder so. Riecht ganz, ganz, ganz toll und die Haut, die fühlt sich so gut an. Und wenn ich mir am nächsten Tag das Gesicht wasche, am nächsten Morgen, habe ich wirklich immer so einen leichten Film auf der Haut und die Haut fühlt sich so schön an. Also ich bin wirklich großer Fan und ich hoffe, dass sich das im Laufe der Zeit noch verfestigt. Ich benutze das jetzt noch nicht super lange, aber seitdem ich es benutze, ist es wirklich abends wie Wellness, wenn ich meine Gesichtspflege mache. Und morgens unter meinem Make-up verwende ich das Hyaluronic Urea Hydra Boost. Die Emulsion, genau, das ist quasi eine leichte Tagespflege, die aber trotzdem gut pflegt, die schön schnell wegzieht, aber trotzdem gut pflegt, was ja eine sehr seltene Kombination ist. Also entweder es pflegt gut oder es zieht schnell weg. Genau, das habt ihr hier nicht, ich bin total begeistert. Ne? Ist genauso gut wie die, oder ich glaube sogar noch ein Tick besser als die Skin Repair von Chris Farrell, die ich jetzt hier über Jahre verwendet habe. Und ja, wie gesagt, bin großer Fan und ich möchte jetzt auch eigentlich nicht so viel durcheinander nehmen. Aber ich habe von Chris Farrell jetzt so einiges an Pflege aufgebraucht, sodass, wie gesagt, es kam mir einfach total gelegen und ich finde es so schön. Und mit dem Code Melanie, Single Melanie, spart ihr 30%. Das ist so viel Geld. Ich bekomme dafür eine kleine Provision, aber kann euch ja egal sein, weil ihr spart halt 30%, was ich einfach mega finde. Und genau, auf alles außer auf den Kalender. Und ich glaube, auf reduzierte Produkte bin ich mir nicht ganz sicher, aber eben auch auf die Geschenksets. Das heißt, das lohnt sich schon. Und denkt dran, ihr könnt den Hautanalysetest dort auch machen und ihr bekommt sowieso immer Proben dazu. Also immer zwei Proben, die ihr euch aussuchen könnt. Und es gibt auch nochmal so Probensets von den verschiedenen Pflegeserien, die haben. Ich finde das so gut und ihr zahlt nichts extra, wenn ihr das einfach mit in den Warenkorb packt. Also macht das auf jeden Fall, das lohnt sich. Meine Freundin Claudia ist total begeistert. Ich glaube, die hat inzwischen alles probiert. Und genau, das dazu. Dann habe ich von einer lieben Zuschauerin einen Rest, beziehungsweise ein Rest ist auch Blödsinn, habe ich ein bisschen was von ihrer Lid Foundation geschenkt bekommen. Also hier ist nicht mehr super viel drin. Ich würde sagen, so ungefähr noch ein Drittel. Sie sagt, sie verwendet die nicht und ob ich die gerne haben möchte. Und ja, weil ich die so schön fand, habe ich gerne ja gesagt. Also an dieser Stelle nochmal ein fettes Dankeschön. Ich weiß nicht, ob dir das recht ist, wenn ich dich hier namentlich erwähne. Deswegen fühle ich einfach angesprochen und ich bin dir sehr, sehr, sehr dankbar. Ich finde das ganz toll. Hat sie mir zukommen lassen mit einem netten Briefchen dabei. Genau, also ich mag die so, so, so gerne. Die ist so, die zeichnet weich, die ebenmäßig, macht die Haut ebenmäßiger, ohne dabei eine schlimme Deckkraft zu haben. Aber sie hat schon eine leichte Deckkraft. Und man hat, ja, die Haut sieht einfach so fein aus. Irgendwie nimmt sie zurück, was man nicht so schön findet und zeigt nur das, was schön ist. Also ich weiß nicht, wie sie das hinbekommen, die und Gretel-Menschen. Genau so sieht die aus. Das ist, wie gesagt, die Elite Foundation. Ich hätte sie mir jetzt im Black Friday Sale tatsächlich gekauft. Das hatte ich mir vorgenommen, weil ich jetzt eine Foundation aufgebraucht habe. Und zwar bei meiner Bare Minerals Complexion Rescue. Ich habe gesagt, ich brauche erst eine auf, bevor ich mir die kaufe. Okay, bin ganz ehrlich, ich habe mir auch von Revive the Loop diese Hyaluron Foundation gekauft. Und deswegen wäre es trotzdem nicht nötig gewesen. Aber ich brauche sie mir jetzt erstmal nicht kaufen, weil ich jetzt wirklich noch einiges drin, wie gesagt, ich schätze mal ungefähr ein Drittel, sodass ich mit der noch eine ganze Weile spielen kann. Ich möchte natürlich auch nicht, dass sie schlecht wird und ich habe es jetzt nur wieder in die Verpackung getan, weil ich weiß, dass meine Kamera Schwierigkeiten damit hat, so helle Sachen zu fokussieren. Wenn da so eine leichte Schrift nur drauf ist, sieht die das nicht gut. Genau, also ganz, 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 ganz toll. Wie gesagt, was ich verlinken kann, verlinke ich euch gerne. Absoluter Favorit, auch den habe ich heute wieder drauf, ist von H&M der Lip Liner in der Farbe Shock
Therapy. Ich habe einiges an Liplinern hier, auch von sehr, sehr teuren Marken. Und ich möchte auch nicht sagen, dass der von H&M jetzt super billig ist. Also ihr kriegt einen Essence-Lipliner für 1 Euro und der hier kostet, glaube ich, schon um die 5, 6, 7 Euro. Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber das Tragegefühl ist so schön. Ich habe heute mal so ein bisschen 80er-Jahre-Lippe oder 90er-Jahre-Lippe mit so ein bisschen dunkleren Lippenstift und dann ein bisschen Lipliner und helleren Lippenstift. Und der ist so, so, so schön. Der passt nahezu zu jedem meiner Nude-Lippenstifte. Vor allen Dingen, wenn ich den dann noch so ein bisschen nach innen verstreiche, was ich heute nicht gemacht habe. Der ist so toll. Der hält schön. Ich finde, der ist cremig, ohne dass der sofort wegrutscht. Ihr könnt ihn auch als Lipliner-only tragen, also ohne Lippenstift dazu. Richtig, richtig toll. Ich finde, dass der dem von Charlotte Tilbury tatsächlich in nichts nachsteht. Und dann frage ich mich, warum soll man irgendwie 15, 20, ich weiß gar nicht, was er kostet, 20 Euro für so einen Lipliner ausgeben, wenn man sowas Tolles von H&M, Hasimosi, für 5, 6, 7 Euro bekommt. Ich verlinke ihn euch in die Infobox und der funktioniert. Meine absolut liebsten Lieblingslippenstifte, da gehe ich jetzt aber nicht näher drauf ein, weil das habe ich euch alle schon gezeigt. Das ist auf jeden Fall von Charlotte Tilbury die Lippenstifte in Dance Floor Princess, in JK Magic. Das ist tatsächlich mein Liebster. Finde ich richtig, richtig schön. Und dann habe ich hier noch Cupid's Kiss von Becca. Wobei, ich habe die jetzt eigentlich nur rausgekramt, um euch zu zeigen, dass ich eigentlich Nude-Lippenstifte am liebsten trage. Achso, und Revolution Greatest. Das ist übrigens auch ein richtig schöner Lippenstift, der auch toll riecht. Ich habe mir letztens meine Lippenstift von der Revolution Pro-Serie gekauft. Der stinkt, also der riecht total nach... Also ich mag den Geruch nicht. Ich mag nicht, wie der sich auf den Lippen anfühlt, aber der hier, der ist schon richtig, richtig toll. Heute habe ich im Übrigen Dance Floor Princess von Charlotte Tilbury zusammen mit dem Shock Therapy von H&M drauf. Also alle Nude-Lippenstifte funktionieren für mich mit diesem Lipliner richtig toll. Dann kommen wir mal zu ein paar teuren Produkten. Absoluter Favorit. Ich bin mir nicht sicher, ob ich es im letzten Favoritenvideo gezeigt habe. Das Smashbox Primer Water, das braucht sich so langsam auf und das liebe ich so sehr, weil es ist sehr teuer. Ich finde den Sprühnebel, der rauskommt, finde ich echt schön. Ich sprühe dreimal. Links, Mitte, rechts sprühe ich mir ins Gesicht. Warte einen Moment, fange dann mit meinem Make-up an. Das Make-up hält super, verbindet sich super mit der Haut. Es ist mega. Das ist so ein tolles Produkt und es ist so unfassbar ergiebig. Ich werde nichts anderes mehr verwenden. Mache ich nicht. Ich habe hier noch eine komplett volle Flasche von dem Love Hyaluronic Primer, den ich auch toll finde. Aber das hier geht so viel schneller und man hat so viel weniger Schicht auf dem Gesicht. Alleine beim Gesicht von Schichten zu sprechen, finde ich immer schon schwierig. Genau, also richtig, richtig toll und eine absolute Empfehlung und ich liebe es total und ich möchte nicht mehr darauf verzichten. Genau wie auf diese drei Face-Produkte, die ich euch jetzt zeige. Ein Produkt, das habe ich euch schon bis zum Abkotzen im letzten Jahr gezeigt und das ist auch wieder so von Too Faced, der Milk Chocolate Soleil Bronzer. Ich liebe ihn über alles, ich liebe ihn und auch hier ist fast, ich sehe schon wieder das Pen, also das Pen ist noch nicht zu sehen, aber man sieht schon die Kreise von dem Pen wieder, weil ich habe es auch heute wieder drauf. Es ist einfach der schönste Bronzer der Welt für mich. Also es gibt keinen schöneren, es gibt noch einen schönen, aber der hier ist so schön leicht und unauffällig und geht immer. Man kann mit dem Pinsel voll rein, man muss nicht aufpassen, dass man overbronzt und so weiter. Also overbronzen kann man hier nur, wenn man fünfmal mit dem Pinsel rein und fünfmal immer wieder ins Gesicht geht, ohne den zwischendurch abzuklopfen. Dann kann man natürlich auch hier overbronzen. Aber für meinen Hautton, für meine Hautfarbe, ich bin ja so ein heller bis medium Typ. Ich bin nicht ganz hell, ich bin aber auch nicht medium, bin irgendwas dazwischen. Mega, mega, mega Empfehlung. Aber als Äquivalent dazu auf jeden Fall der Hourglass Bronzer. Oh mein Gott, der ist natürlich nochmal teurer. Das ist der Nude Bronze Light. Meine Farbe, ihr seht, der ist sehr hell, aber damit kann man definitiv overbronzen. Er sieht erstmal so, wenn man ihn sieht, sieht er nach nicht ganz viel aus. Aber der, ich gehe zwar quasi zweimal mit dem Pinsel rein und trage ihn mir auf, damit er sichtbar ist. Beim dritten Mal wäre es aber schon zu viel. Ich mag diesen leichten Glow, den der hat. Das Too Faced Bronzing Powder hat meiner Meinung nach nicht so einen richtigen Glow. Der hier schon mehr. Ganz, ganz toll. Also wie der auf dem Gesicht aussieht, man sieht einfach frisch aus und
schön und wie von der Sonne geküsst. Richtig klasse. Also fantastisches Puder, das sehr angegrabbelt aussieht. Das ist immer ein bisschen blöd, aber große Liebe, ganz, ganz große Liebe. Den habe ich einer Zuschauerin abgekauft, die kürzlich mal ein Video von mir gesehen hat mit meiner Wishlist. Und da stand der drauf und die gesagt hat, du, ich nutze den nicht, willst du mir den abkaufen? Und da habe ich natürlich gerne ja gesagt. Und auch ein absolutes High-End-Puder-Favoritenschätzchen ist von Hourglass der Diffused Light. Das ist so ein Finishing-Powder, das aber nicht weißelt. Also ich finde den sehr, sehr, sehr schön zum Weichzeichnen um die Nase. Ich finde, man kann den auch super für unter den Augen nehmen. Und ja, ich wollte ihn euch einfach mal zeigen, weil ich glaube, ich habe auch über den noch nicht viel gesprochen. Und ja, der ist für einen Puder echt teuer, aber ich habe den jetzt echt schon eine ganze Weile und ich benutze den echt viel und der braucht sich einfach nicht auf. Es wird einfach nicht weniger. Er ist jetzt auch wieder mein Project Pen und ich verwende den nahezu täglich in diesem Bereich und es passiert einfach nichts. Richtig, also von daher lohnt es sich auf jeden Fall da mal nachzugucken. Vor allen Dingen, wenn man etwas sucht, das nahezu, ja, das halt total weich zeichnet, ne? Also richtig klasse, ist nichts, das super lange mattiert. Das will ich aber auch nicht, weil ich mag eigentlich ein glowiges Hautbild lieber als so ein totmattes. Aber mega, 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 mega. Ja, und ansonsten ist mein Favorit immer noch Sex and the City. Da gucke ich immer noch, weil das dauert natürlich auch eine Weile, bis man die ganzen Staffeln durchgeguckt hat. Absoluter Favorit ist, dass ich diesen Monat mein Prüfungsmonat habe. Und ich hoffe, nächsten Monat kann ich euch sagen, mein absoluter Favorit im November war, dass ich die Prüfung auch bestanden habe. Also drückt mir die Daumen. Und ich habe meine Küche ja endlich gemacht. Und in meiner Küche, für meine Küche habe ich mir vor einiger Weile so eine Blumenampel gekauft. Ich zeige euch das mal. Ich filme da mal eben einen kleinen Clip. Ja, es ist einfach so, ne? Ich liebe, liebe, liebe. Ich weiß, das ist ein komischer Lifestyle-Favorit, aber die lagen jetzt natürlich auch schon ein paar Wochen bei mir rum. Und ich bin so froh, dass sie jetzt hängen. Und ich finde allgemein meine Küchenrenovierung total toll. Also den Korb, also allgemein den Korb, die Vorhänge. Also mein Favorit diesen Monat auf jeden Fall, dass ich meine Küche endlich fertig gemacht habe. Und diesen wunderschönen Korb hier auch, den gibt es bei Action. Ja, und es ist einfach so, diese Blumenampel, die macht mich so glücklich jedes Mal, wenn ich in meiner Küche irgendwas zubereite. Weil ich habe da das Schnittlauch drin, ich habe da mein Basilikum drin, ich habe da oben die Minze. Das heißt, wenn ich in meiner Küche stehe und mir Essen zubereite oder mir auch nur ein Rührei mache, scheißegal. Ich drehe mich einfach um, schnippel da ein bisschen was her und ich freue mich jedes Mal drüber. Ich weiß, das sind so Kleinigkeiten, aber der Korb hat irgendwie um die 20 Euro gekostet, dieser doppelstöckige Korb. Aber der ist so schön verarbeitet und das macht so viel her, finde ich. Ich bin total happy, auch mit der Küchenrenovierung an sich bin ich total happy. Genau, also splinig, irgendwie wird man ja auch im Laufe seines Lebens wird man irgendwie anders. Genau, und da machen andere Sachen einen irgendwie glücklich als, ja, 10 Jahre vorher. Also in diesem Sinne, ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß an meinen Favoriten und schreibt mir mal unbedingt in die Kommentare, was euer liebstes Lifestyle-Produkt oder Lifestyle, euer größter Lifestyle-Favorit jetzt im Oktober gewesen ist und was euer größter Kosmetik-Favorit ist. Das würde mich wahnsinnig interessieren. Genau, und wie gesagt, alle Sachen sind in der Infobox. Denkt unbedingt auch an die Verlosung. Genau, mal sagen, steht hier auch noch ganz pfiffig. Ich habe ja von Dalton ganz viele Sachen geschenkt bekommen und davon wollte ich ja ganz gerne was an euch verlosen. Und zwar einmal die Maske, dann meine Lieblingsaugencreme, die habe ich euch jetzt aber, glaube ich, schon zweimal gezeigt, deswegen nehme ich die hier nicht nochmal mit in die Favoriten auf. Und dieses fantastische Ampullenset. Schaut da auf jeden Fall in mein Dalton-Video rein. Da stehen die Bedingungen in der Infobox. Und ansonsten sage ich jetzt mal Tschüssi, vielen Dank fürs Reinschauen. Haut in die Kommentare, passt auf euch auf, bleibt gesund, fühlt euch gedrückt und bis bald. Ciao, ihr Lieben, ciao.